kurzer Disclaimer, bevor wir loslegen. Erstens, das hier ist im Grunde nur eine Ankündigung, wann die nächsten Touren mit mir sind, also die regulären, wer da mit möchte. Und wer jetzt Angst bekommt, wie, du willst 35 Minuten lang nur erzählen, wann deine nächsten Touren sind? Nee, nicht ganz. Das ist in diesem Fall jetzt wirklich so, dass ich 15 Minuten circa tatsächlich die wesentlichen Infos zu den Touren zum Besten gebe und dann noch die restlichen 20 Minuten detailliert darauf eingehe, was es auf besagter Tour überhaupt zu sehen gibt. Ja? Also es ist immer dieselbe Tour, aber es sind insgesamt 4 Termine. Ja, also nur, dass ihr wisst, was euch hier in diesem Video erwartet, und wenn euch das von vornherein nicht interessiert, dann braucht das selbstverständlich auch gar nicht erst angucken, dann habt ihr schon Lebenszeit gespart. In dem Fall bis zum nächsten Mal, und für alle anderen geht's jetzt los. Viel Spaß! So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich muss ein kleines bisschen einen Werbeblock in eigener Sache einschieben für diejenigen, die Interesse an einer weiteren Waldführung mit mir hätten, beziehungsweise zum ersten Mal gerne auf eine mitkommen möchten. Hintergrundgeräusche ist die Dorfjugend. Ich bin gerade sehr, sehr dorfnah im ersten möglichen Gebüsch verschwunden, weil ich keine Zeit hatte, großartig in den Wald reinzulaufen. Es rächt sich gerade. Naja, egal. Quatsch jetzt trotzdem durch und wir ignorieren einfach alle sämtliches Gebrüll im Hintergrund. Ich dürfte zu verstehen sein, hab's Richtmikrofon, hoff diesmal endlich dabei. Ja, worum geht's? Nochmal ganz kurz. Ich möchte euch schnell erzählen, wann die nächsten Führungen sind, wo die ganz grob sind, wie ihr euch da anmelden könnt und was ganz grob zu beachten ist. Das ist die erste Hälfte vom Video. Die zweite Hälfte vom Video wäre dann ein bisschen detailliert, worum geht's eigentlich bei der Führung. Das könnt ihr euch dann gerne auch noch anhören, wenn ihr noch unentschlossen seid. Wenn ihr aber sagt, ihr wollt sowieso mitkommen und das wäre eh was für euch, und ihr wollt euch vorher nicht spoilern lassen, worum es überhaupt geht, genau im Detail auf der Führung geht, dann habt ihr natürlich ein bisschen mehr Überraschung. Wenn ihr gerne Überraschung mögt, dann wollt ihr es vielleicht gar nicht wissen. Aber da sage ich dann nochmal Bescheid, wenn wir zu den Details kommen, dass ihr da nichts erfahrt, was ihr möglicherweise gar nicht wissen wollt. Ja, nur für die Leute, für die es relevant ist. So, also es geht um nochmal 4 Führungstermine im Raum Siegen. Das ist die Führung, die ich schon ein paar Mal gemacht habe. Raum Siegen, da kann ich auch dieses Mal ein bisschen konkreter werden, meint ein Stückchen nordöstlich von Siegen. Wenn ihr euch da mal die große Karte anguckt und feststellt, dass da jede Menge Grün ist, dann liegt das daran, dass das ein riesen zusammenhängendes Waldgebiet da oben ist. Da ist auch, wem das was sagt, der Rothaarsteig nicht weit weg. Da ist das komplette Rothaargebirge zum passenden Steig, in dieser Ecke nicht weit weg. Also das ist durchaus eine sehr, sehr waldreiche Region, wo es viele, viele sehr schöne Orte im Wald gibt. Und ganz grob irgendwo in diesen Flecken werden wir uns dann befinden. Und da wird das Ganze stattfinden. Ja? So. Das wäre der erste Punkt. Wo ist denn das Ganze? So, der nächste Punkt ist dann, wie kommt man da hin? Also es hat mal einen gegeben, der es geschafft hat, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Einer von etwas über 100. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele Leute ich da jetzt schon dabei hatte, aber etwas über 100 sind es auf jeden Fall. Das bedeutet, die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist, sage ich mal, gewöhnungsbedürftig. Mit dem Fahrrad, mit E-Bike habe ich schon gesehen, ohne E-Bike gab es 2 und ja, worauf ich hinaus möchte, in irgendeiner Form ein PKW wäre ganz hilfreich. Wir haben früher noch mal versucht, Fahrgemeinschaften anzubieten und Fahrgemeinschaften zu bilden. Das hat 2-mal stattgefunden und ist den Arbeitsaufwand, das zu organisieren, fast nicht wert. Deswegen machen wir in Zukunft so, wer gerne irgendwo mitfahren möchte, der weist da bitte bei seiner Anmeldung drauf hin, dann schauen wir mal, ob uns da was einfällt, wie wir das am blödesten vermitteln könnten. Dann jetzt noch mal die Termine, also wann, das wo haben wir geklärt, wann. Wann ist der 10. Oktober, der 11. Oktober, der 31. Oktober und dann nochmal der 1. November. Das sind also 2-mal ein Wochenende, 10. auf 11. Oktober, beziehungsweise die Führung ist eine Tagesführung, also entweder 10. oder 11. Für mich ist es 10. auf 11., weil ich bleibe vor Ort. Das ist dann immer mit diesen Wochenenden relativ praktisch. Ich fahre samstags hin, mache die Führung,
hockt dann noch ein bisschen im Wald rum, bis Sonntag wird, macht die Führung und fahr dann wieder nach Hause. Ja? So ist so das übliche Prozedere für mich. Start ist jeweils um 11. Warum um 11? Warum so spät? In Anführungszeichen. Warum so früh? Je nachdem, wen man fragt, mag das unterschiedlich wahrgenommen werden. Naja, sagen wir mal so, wer angenommen 5 Stunden hinfahren muss, der hätte, wenn das Ganze um 11 stattfindet, die Option, um 6 Uhr morgens loszufahren, was vielleicht nicht besonders angenehm, aber doch noch im Bereich des Möglichen ist, und wäre dann rechtzeitig zum Führungsbeginn, okay, ja, wäre ein bisschen knapp. Aber theoretisch ist es halt auf diesem Wege möglich, auch nochmal über recht lange Strecken theoretisch anzureißen und die Führung mitzumachen, ohne dann direkt irgendwo im Zielgebiet, im Raum Siegen, in Siegen selber vielleicht, entsprechend übernachten zu müssen. Ja, deswegen eben diese Uhrzeit. Warum nicht noch später? Dann würde man ja noch bequemer hinkommen. Naja, weil es eine Bennführung ist und eine Bennführung dauert halt nicht 90 Minuten und auch nicht 2 Stunden und auch nicht 3 und sie hat schon mal 4 gedauert, aber meistens sind es eher 5 und wenn das dann je nach Gruppendynamik sehr viele Fragen gibt, dann sind es auch schon 5,5 gewesen. Ja? Aber mehr dann auch nicht mehr. Weil irgendwann habe ich dann auch nämlich die Schnauze voll und dann ist man halt irgendwann auch wieder unten und dann hat man den Wald auch mal gesehen. Ja, ja, lasst euch von der Dauer jetzt mal nicht abschrecken, es hat sich bisher noch... Also wenn ihr meine Videos guckt und die ertragt, dann schafft ihr auch die Führung, da bin ich mir ziemlich sicher. Außerdem, ich laber nicht die ganze Zeit, nur so circa 85% der Zeit. Zwischendrin machen wir auch mal ein Mittagspäuschen, das wäre euch noch ganz interessant zu wissen. Ja gut, aber das sind so Details, dazu kommen wir dann später. Jetzt nochmal schnell zur Anmeldung, wenn ihr euch da gerne anmelden mögt, wenn ihr gerne mitmögt, dann folgendes, erstmal sagen, welcher Tag, 10. Oktober, 11. Oktober, 31. Oktober oder 1. November, wie gesagt, jeweils 11 Uhr geht's los. Schreibt doch bitte eine Mail an betüxen-lassen@gmx.de, derzeit noch die offizielle Touranmeldungs-E-Mail-Adresse und die E-Mail-Adresse, wo man Fragen beantwortet bekommt, zwar nicht von mir, aber dafür wenigstens beantwortet bekommt, weil von mir selbst kann man auch versuchen, kann ich aber nicht garantieren, dass da eine Antwort kommt. Und es hängt davon ab, wie krass spannend und wichtig das Anliegen jeweils ist. Aber auf diesem Wege schreibt euch halt die Evelyn zurück, die bei mir quasi fürs Büro zuständig ist. Wir sind inzwischen, naja, so gut wie hochoffiziell ein Familienbetrieb. Ne? So, und genau, da schreibt ihr also entsprechend eine Mail hin und in dieser Mail möge bitte drinstehen, das kann ich auch gleich dazu sagen, erstmal euer Name, dann wie viele Personen, von einer Person brauchen wir eben den vollen Namen, dann bitte auch eine Adresse, das ist nicht damit wir kommen und klingeln, sondern das ist eine Rechnungsadresse, das braucht man nun mal in Deutschland, wenn ihr irgendwo was bestellt im Internet, dann müsst ihr ja auch eine Adresse hinterlegen, weil einfach eine Rechnungsadresse da sein muss, das ist wichtig fürs Finanzamt. Es muss halt wasserdicht sein und deswegen eben bitte auch gerne mit Adresse einer Ansprechperson, mindestens gerne auch mit mehreren, das ist alles wurscht. Was passiert mit diesen Adressen? Im Zeitalter von Datenschutz wäre das ganz interessant, nix. Ja, die brauchen wir, um eine Rechnung zu schreiben, wenn das notwendig wird. Und ansonsten schreiben wir sie uns irgendwo auch auf. Ja, die landet in irgendeiner Liste, landet dann in irgendeinem Ordner, aber ihr kriegt dann keine Post, keine Werbemails. Und weitergeben tun wir das Ganze schon gar nicht. Und im Grunde ist es uns auch vollkommen schnurzpiep, egal wo ihr wohnt. Ja. Es geht wirklich nur ums Rechtliche, dass das sichergestellt ist. Und das nächste Problem ist dann in Zeiten Corona, muss man natürlich auch wieder wissen, wer ist denn da jetzt eigentlich genau mitgegangen? Sollte dann da jemand infiziert gewesen sein? Dann kriegen alle Bescheid und so weiter. Das ist im Prinzip wie im Restaurant, wenn man da auch eine Kontaktadresse hinterlassen soll. So, dann jetzt noch nicht der Spoiler-Teil, sondern was bräuchte man denn für die Führung? Was sollte man da mitbringen? Was sind die Voraussetzungen? Also ich habe ja schon gesagt, man muss da irgendwie hinkommen können. Dafür braucht man im Regelfall ein Kraftfahrzeug.
Tour ist, je nachdem, wen man fragt. Wir hatten schon Leute mit so lustigen Uhren, die das dann genau messen und so dabei. Und dabei kam rum, dass die meisten, die so eine Uhr zum Messen dabei hatten, irgendwas zwischen 12 und 16 Kilometern gemessen hatten. Ich kann sagen, Tour selber, Führung, geführte Tour, schätzungsweise etwa 10 Kilometer. Wirklich? Kommt mir immer so wenig vor. Aber geht mal von 10 Kilometern irgendwie so grob aus. Sind vielleicht eher 8. Ich weiß es nicht. Ja, es ist so unterschiedlich, was die Leute hinterher sagen, die sich dann auch auf irgendwelchen Karten ausgemessen haben hinterher und so weiter. Also gefühlt 8, realistisch vielleicht eher 10. Und dazu kommen noch jeweils 2 Kilometer zum Treffpunkt, vom Parkplatz zum Treffpunkt. Parkplatz ist nicht Treffpunkt, wichtig. Parkplatz ist Parkplatz, nicht Treffpunkt. Und das sind jeweils, wie gesagt, nochmal 2 Kilometer. Und damit komme ich nach meiner Rechnung auf 14 Kilometer. So, und dann gibt es noch ein paar ganz kleine Hügel. Je nachdem, aus welcher Region man kommt, sind es Berge. Für Schweizer sind es Hügel, bestenfalls. Ja. Für Ostfriesen sind es gewaltige Berge. Jedenfalls insgesamt vielleicht 300 Höhenmeter rauf. Habe ich auch noch nie ausgemessen. Muss ich irgendwann mal tun. Hat noch jeder geschafft. Wir bleiben unterwegs immer wieder ganz oft stehen, weil der Ben irgendwas erzählen muss und was erklären muss und außerdem selber aus der Puste ist. Und dann bleibt er stehen und erklärt was, um zu kaschieren, dass er den Berg auch nicht hochkommt. Und ansonsten braucht ihr dem Wetter angepasste Klamotten, ein bisschen halbwegs festeres Schuhwerk. Für diejenigen, die damit mit dieser Information was anfangen können, einen Stiefel würde ich schon empfehlen, also einen Wanderstiefel. Aber ein B-Stiefel reicht vollkommen aus. Es muss kein C-Stiefel sein, also es geht nicht über krass Stock und Stein. Eine gewisse Stabilisierung des Knöchels wird euch möglicherweise gefallen. Wenn ihr aber jemand seid, der sowieso nie sowas anhat und sowas eh nie braucht und auch sonst immer sehr gut zurechtkommt, dann tut es auch ein normaler Wanderschuh. Nicht mitnehmen tue ich euch mit Flipflops oder irgendwas anderem völlig unangemessenen, weil das ist dann einfach aufgrund von, ich sehe es, ich muss darauf irgendwie reagieren und man kann mir grobe Fahrlässigkeit unterstellen, wenn ich so jemanden mit so einem Schuhwerk dann mitnehme. Deshalb wenigstens einigermaßen in wandertauglichen Klamotten bitte gerne auftauchen. So, ja, wetterangepasste Kleidung heißt, wenn es regnet, dann regnet es. Dann sind wir auch entsprechend im Regen, so lange unterwegs, wie die Tour eben dauert. Das heißt, dann braucht ihr entsprechende Regenkleidung oder einen Regenschirm oder lasst euch was einfallen. Wird jedenfalls ungemütlich dann. Je nach persönlichem Empfinden soll ja auch Leute geben, denen das wenig ausmacht. Gut, und dann wäre noch zu erwähnen, genug zu trinken, gerade wenn es heiß ist. Gut, jetzt ist das eine Herbsttour, da wird es wahrscheinlich nicht, hoffentlich wenigstens irgendwann dann mal nicht mehr ganz so heiß sein. Dementsprechend vielleicht nicht unbedingt 4 Liter zu trinken mitnehmen, aber 3 wäre trotzdem gut. Ja, würde ich unbedingt empfehlen wollen. Es gab schon Leute mit 1,5 Litern, die dann hinterher sehr durstig waren. Also wirklich genug zu trinken mitnehmen. Wichtig, wichtig, wichtig. Wer mag, darf auch gerne 4, 4,5, 5, mir egal. Ne? Müsst ihr schleppen, aber nehmt genug zu trinken mit. So, dann ein kleiner Imbiss. Ja, wir machen eine Mittagspause, die im seltensten Fällen wirklich mittags stattfindet, weil wir fangen ja erst um 11 an. Daher vielleicht noch ein zweites Frühstück vor kurz vor der Tour mitnehmen, wer da noch eine Kleinigkeit mampfen möchte, bevor es eigentlich losgeht. Und dann ist es eher so eine 14.30 Uhr Mittagspause, die dann stattfindet. Ja, und dafür bräuchte man was zu essen. Bitte nicht anfangen, großartig viel zu kochen. Ja, man darf es halt nicht und es ist eine offizielle Führung und dementsprechend müsste ich eigentlich was sagen, wenn ich sehe. Wenn ich es nicht sehe, dann, wenn ich es wirklich nicht sehe und wirklich nicht mitbekomme, dann ist euer Risiko bzw. eure Angelegenheit. Aber wenn ich sehe, muss ich was sagen und das tue ich dann tatsächlich auch. Das ist so die Grundvoraussetzung, um an dem Ganzen eben entsprechend teilnehmen zu können. Lauftempo ist sehr, sehr langsam. Wir haben da also schon auch durchaus ältere Herrschaften entsprechend dabei gehabt. Rüstige entsprechend. Aber das hat auch alles funktioniert. Das war der offizielle Teil. Jetzt kommt nochmal mein kleines Werbefilmchen dazu und danach kommt dann der Spoiler-Teil für diejenigen, die wirklich gerne wissen wollen, was für Themen sie denn auf der Tour genau erwarten.
So, wir legen los, wenn wir dann am Treffpunkt sind. Da gebe ich dann eine kleine Einführung von mir. Inzwischen habe ich gestrichen. Früher hatte ich noch ein bisschen versucht zu erklären, was eigentlich Wald ist. Habe ich jetzt aber gestrichen, aufgrund dessen, dass die Führung immer so lang wird, wenn ich das vorher mache. und dementsprechend gibt es zu viel anderes. Da haben wir keine Zeit für. Gar keine Zeit für. So, dann gibt es zu sehen. Erstmal Holz. Ein paar generelle Dinge zu Holz, Holzeigenschaften, Holzwachstum, wo befindet sich welche Art von Holz und was gibt es zu Holz so generell zu sagen, so wie es im Wald rumsteht. Dazu machen wir 2 bis 3 Stopps, je nachdem, wie sich das anbietet. Dann zur Geologie der Umgebung, Geologie vom Rheinischen Schiefergebirge, dass es sich um dieses handelt, habt ihr aber möglicherweise sowieso schon erraten. Das verrate ich also auch jetzt nichts super, super krasses. Das Rheinische Schiefergebirge ist nämlich groß. Was es damit auf sich hat, welche geologischen Besonderheiten da herrschen, insbesondere in der Region, wo genau wir uns dann befinden, wie das Ganze entstanden ist, Geologie eben entsprechend. So, dann gehen wir ein bisschen weiter, dann schauen wir uns ein paar Beispiele an für Fichte. Ich weiß nicht genau, wie es jetzt momentan gerade aussieht. Ja, letzte Führung war letztes Jahr und ich sah seitdem auch nicht, also ja, war letztes Jahr und ich war seitdem nicht mehr da. Ne? Also ist es schon, kann schon sein, dass die Situation sich verbessert oder verschlechtert hat, aber wir werden in jedem Fall finden, das kann das schon durchaus spontan anpassen, Fichtenbeispiel für gute Fichte, Fichtenbeispiel für geht-so-Fichte, Fichtenbeispiel für Scheißfichte, die ist quasi tot und weiß es noch nicht. Ja, dann gucken wir uns ein paar mögliche Verletzungen, die so ein Nadelbaum, bei denen sieht man es halt schön wegen dem Harzaustritt, so haben kann an, gehen ein paar mögliche Ursachen durch, wie das zustande kommt. Dann widmen wir uns dem leidigen Thema Rückegasse bzw. Seiltrasse. Beides gibt es zu sehen. Rückegassen und Seiltrassen, muss man ja zusagen, sie sind das kleinstmöglichste Übel für eine mögliche Forstwirtschaft in Deutschland und deswegen in irgendeinen faulen Apfel muss man da in dieser Hinsicht beißen, damit man eben Forstwirtschaft in Deutschland noch halbwegs bezahlbar betreiben kann. Es gibt einfach keine Alternative. Trotzdem gibt es so ein paar Möglichkeiten, eine Rückegasse besser oder eine Rückegasse schlechter zu machen. Das gleiche gilt für die Seiltrassen und da schauen wir uns also auch jeweils Beispiele an, die, also eine richtig schlechte haben wir nicht, ja, haben wir wirklich nicht. Und warum haben wir die nicht? Weil wir entsprechende Böden haben, die es gar nicht ermöglichen, eine richtig miese Rückegasse zu haben, weil die Böden sehr tragfähig sind. Und eben dieser Zusammenhang und die gesamte Thematik Rückegasse wäre was, was wir unterwegs auf jeden Fall immer mal wieder ansprechen. Grundsätzlich gilt ja für den einzelnen, bei den einzelnen Themenbereichen, wenn euch das besonders interessiert und wenn ihr jetzt schon feststellt, oh, das klingt spannend, möglicherweise auch klingt das ja vielleicht spannend, dann könnt ihr euch ja gerne auch jetzt schon eine Frage überlegen, die ihr dann an der entsprechenden Stelle einbringen wollt und dann können wir die einzelnen Punkte auch durchaus noch ein bisschen genauer diskutieren. Irgendwann sage ich dann aber schon, dass wir weitergehen. Ja? Weil 6 Stunden ist dann wirklich das oberste Limit. Da will ich nicht drüber kommen und da muss man schon mal ein bisschen hier und da wirklich was abkürzen. Ne? Ja, dann gucken wir uns an einen
Niederwald, einen Nieder- bis Mittelwald der örtlichen Ausprägung. Da möchte ich nicht allzu viel verraten, aber das ist eine historische Waldbewirtschaftungsform, die man seit dem Mittelalter dort betrieben hat, da wo wir sind. Und die wird auch heute noch weiter betrieben. Das, was wir dann sehen werden, ist auch noch intakt und als System so weiterhin in der Nutzung. Es ist eine der ersten und ältesten Formen nachhaltiger Waldbewirtschaftung und könnte für die Zukunft durchaus häufiger jetzt mal wieder eine Rolle spielen, wo sich die Ansprüche und die Zustände im Wald jetzt doch auch ändern werden, beziehungsweise bereits geändert haben. Und dann ist das schon wirklich ein sehr, sehr spannendes Modell und ein schönes Beispiel, um sich das anzugucken, für eben eine Alternative zum klassischen Waldbild, ja, zur klassischen Waldbewirtschaftung, wie man sie entsprechend kennt. Inklusive eben einer Fragestellung, ob das jetzt gerade gut läuft mit dieser Methode der Waldbewirtschaftung oder gerade schlecht läuft. Ich weiß es aktuell selber nicht so ganz, weil wie gesagt, das ist ein Jahr lang nicht da gewesen und da kann sich jetzt einiges getan haben im Verlauf von 2020, ob mehr Schäden aufgetreten sind, ob weniger Schäden aufgetreten sind. Jo, dann gucken wir uns mal ein bisschen eine Dickung an. Da gibt es gar nicht mal so viel zu sehen, aber interessant in dieser Dickung wird sein, was passiert, wenn man eine Fichte mal unabhängig von anderen Fichten ins Laubholz reinstellt. Sieht anders aus, als wenn man Fichte an Fichte an Fichte pflanzt. Dann kriegen wir ein Beispiel für einen noch sehr gut aussehenden klassischen Fichtenreihenbestand aus der Nachkriegszeit. Die meisten klassischen Fichtenreihenbestände stammen aus der Nachkriegszeit. Man hat sie damals gepflanzt, weil man es nicht besser wusste, beziehungsweise weil es dringend notwendig war, in kürzester Zeit Holz zu bekommen. Und das sind so ein bisschen die Hintergründe für solche Wälder. Den werden wir uns dann genauer anschauen. Und spannend für mich ist an diesem Punkt auch immer die Frage, die werde ich euch dann stellen. Findet ihr das jetzt schön? Weil es gibt auch durchaus Leute, die das gar nicht mal so hässlich finden, so einen Wald, weil sie damit aufgewachsen sind und Wälder so eben kennengelernt haben. Und das ist jedes Mal eine sehr, sehr spannende, für mich persönlich, eine sehr, sehr spannende Diskussion, was eigentlich einen schönen Wald ausmacht und was sich die einzelnen Leute unter Wald eigentlich so vorstellen. Da geht es also so ein ganz kleines bisschen ins Philosophische, ja? Je nach Gruppe mal mehr, mal weniger. So, dann lernen wir noch ein bisschen was über den örtlichen Boden, gucken uns ein paar Käfernester an. Die gibt es derzeit überall in Deutschland. Das soll jetzt niemals heißen, auf keinen Fall, dass irgendein Förster irgendwo irgendwas falsch gemacht hätte. Käfernester, also schon hat jemand, irgendein Förster, irgendwann mal was falsch gemacht, nämlich vor 60 Jahren oder was, als der ganze Krempel da gepflanzt worden ist. Ja, das war streng genommen jetzt schon, wie wir heute wissen, aus heutiger Sicht, aus heutigem Wissensstand ein Fehler. Damals hätte man das nicht wissen können. Ja, oder zumindest hätte man schon sehr innovativ sein müssen, um es zu wissen. Ja, das gucken wir uns an. Wir gucken uns ein paar mögliche Maßnahmen, wie man denn mit dem Borkenkäferproblem eigentlich umgeht, an. Wir diskutieren sowieso grundsätzlich das gesamte Borkenkäferproblem durch, lernen ein bisschen, wie der Käfer sich vermehrt, wie der Käfer sich ausbreitet, was der Käfer den ganzen Tag so treibt, schauen uns das alles an. Vielleicht finden wir ein paar Käferbäume, die gerade noch befallen sind und können uns die auch anschauen, aber das kann ich noch nicht garantieren. Wie gesagt, werden wir sehen. Dann gehen wir weiter in den Buchenwald, schauen uns den Übergang zwischen Buchen- und Fichtenwald an, also zwischen sehr naturnaher Waldbewirtschaftung und so gar nicht naturnaher Waldbewirtschaftung. Es ist ein gradueller Übergang. Es ist nicht schlagartig, sondern es wird wirklich so stückchenweise passieren. Haben dann einen sehr, sehr, sehr alten, sehr, sehr naturgemäßen und fast schon Buchen-Urwald, den wir uns angucken werden, der einige sehr spezielle Besonderheiten aufweist. Im Rahmen dessen kann der ein oder andere mal Ausschau halten, was er denn für Nachrichten in die alten Buchen eingeritzt findet. Denn da ist der ein oder andere Wanderer im Laufe der letzten 60 Jahre vorbeigelaufen und entsprechend mindestens über diesen Zeitraum zurück reichen auch die Eintragungen in den Buchen, die darauf hinweisen, dass J und B von mir aus sich sehr, sehr lieb haben und das schon seit sehr langer Zeit, sofern J und B überhaupt noch leben. Das weiß man nicht so genau bei solch alten Eintragungen.
Wir werden uns ein bisschen über die Tiere, die es in so einem sehr naturnahen Buchenwald entsprechend gibt, unterhalten, bekommen dann auch ein wenig Aussicht, hoffe ich, bekommen dann ein paar wirklich super schöne und spektakuläre Waldorte zu sehen. Des Weiteren gibt es da noch ein paar historische Dinge, die man da im Wald finden kann. Da will ich wirklich nicht zu viel verraten. Das ist was, das freue ich mich immer auf den Überraschungsmoment, wenn die Leute sich dann wundern, dass das hier so mitten im Nirgendwo steht und wo irgendwie keiner mit gerechnet hat. Aber es ist irgendwas sehr Altes, Historisches, was es dann da auch noch zu sehen gibt. Ja, also für die Leute, die das interessant finden, sicherlich nochmal ganz spannend. Wir werden uns ein paar Hochsitze angucken und auch mal ein kleines bisschen ansprechen. Wo machen die Sinn, wo machen die nicht Sinn, wie ist es generell mit der Jagd gehandhabt, da wo wir unterwegs sind, ist das gut, ist das schlecht, so ein bisschen eine kritische Würdigung, im Großen und Ganzen ist es gut. Ich muss dazu sagen, wenn ich in irgendwelchen Gebieten wiederholt Führungen machen möchte, dann suche ich mir kein Gebiet aus, wo alles kacke wäre, weil dann könnte ich nicht wiederkommen, nachdem ich da durchlaufe und sage, hier scheiße, da scheiße, dort scheiße, das wird also nicht passieren. Manches kann man ein kleines bisschen kritisch würdigen, aber im Großen und Ganzen müsst ihr damit leben, dass das eine Führung durch einen Positiv-Beispielwald ist. Das, wie gesagt, das kann ich anders einfach nicht machen, nicht wenn ich wiederkommen möchte. Und das wäre schon durchaus in meinem Interesse. Wir gucken uns unterwegs übrigens auch sämtliche Baumarten bis auf Kiefer, die im Forst eine größere Rolle spielen. Die klassischen Baumarten, die jetzt nicht jede neue, möglicherweise eine Rolle spielen könnende Baumart aus Übersee und so weiter und woher auch immer, die gucken wir uns nicht alle an, aber zumindest alle heimischen Baumarten schauen uns jeweils an, wie es denen geht, wie deren Situation gerade aussieht, wie es möglicherweise weitergehen wird an diesem Standort. Das ist auch dahingehend interessant für Leute, die vorhaben, eventuell in 5 Jahren oder was diese Tour einfach nochmal zu laufen, dann ohne mich, wegen mir auch gerne mit mir, wenn ich bis dahin nochmal anbiete, weiß ich nicht, aber auch gerne, wie gesagt, auch ohne mich und dann einfach mal zu rekapitulieren, wie hat sich der Wald denn entwickelt, was hat der Ben damals erzählt und was ist jetzt draus geworden, hat der Ben möglicherweise Quatsch erzählt und das ist ganz anders gekommen oder hat der Ben möglicherweise recht, das kann ich auch nicht vorhersagen, immer hundertprozentig. Vorhersagen sind schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen. So, jedenfalls dann geht's weiter. Wir gucken uns noch ein paar Besonderheiten von totem Holz an. Wer da so drin wohnt, wer da so drin wohnen könnte, warum das so wichtig ist. Dann gibt's noch mal ein wenig Aussicht. Dann lernen wir Waldferndiagnose anhand der Aussicht. Was für Waldbestände gibt's denn da so? Wie kann man Douglasie und Fichte auf die Entfernung unterscheiden? Woran erkenne ich einen typischen gepflanzten Nadelwald? Woran erkenne ich einen eher natürlicheren Laubwald? Das sind so Möglichkeiten, was man überhaupt auf die Ferne feststellen kann. Es ist wahnsinnig toll, wenn man als entsprechend Geschulter, und das müsstet ihr dann drauf haben, nachdem ich euch das erzählt habe, auf einen Turm steigt, irgendwo im Wald in die Ferne guckt und dann zu den jeweiligen Waldgebieten schon erstaunlich viel Informationen aus kilometerweiter Entfernung erlangen können. Insbesondere wenn man zum Beispiel noch ein Fernglas dabei hat, dann klappt das Ganze noch viel besser. Ja, dann geht es wieder weiter. Wir gucken uns ein paar Beispiele für mögliche Waldbilder, die in Zukunft immer mehr eine Rolle spielen werden, an. Haben dann noch die eine oder andere invasive Pflanze, die wir uns angucken können. Dann machen wir je nach Zeit noch ein kleines Rechenbeispiel, warum man mit dem Fichtenwald früher so wahnsinnig gut Geld verdienen konnte. Dann gibt es noch ein paar zusätzliche weitere Baumarten entlang des Weges, die wir noch nicht gesehen haben. Dann gibt es möglicherweise einen Aha-Effekt, was die Douglasie angeht. Aha, ach, darum ist die so toll. Ja, ich sage ganz oft dann, aber ich gehe quasi in Gedanken die Route durch, finden wir ein Loch im Wald und werden ziemlich lange, da kann man sich dann auch nochmal hinhocken, bevor dann der große Abstieg ansteht, werden wir recht lange über dieses Loch diskutieren und ein wenig was über Bodenkunde und die Zukunft der Waldböden im schlimmsten und im besten Fall entsprechend erfahren können, arbeiten ein bisschen mit dem bodenkundlichen Labor, gucken uns ein paar bodenkundliche Parameter an, ermitteln pH-Werte,
schauen uns mal ein bisschen an, was wir da so finden können in unserem schönen Loch im Wald. Löcher, ach, ich mag Löcher. Übrigens, im Loch selber hock nur ich, dass das klar ist, es ist mein Loch. Ihr dürft euch ums Loch gruppieren. Irgendwie will auch nie jemand anders ins Loch. Ach, aber vielleicht wollt ihr ja mal ins Loch, dann bitte gerne anmerken, dann dürft ihr auch mal ins Loch und dann darf ich draußen hocken und ihr müsst euch die Pfoten dreckig machen. Hätte ich nichts dagegen. So assistenzmäßig, ne? Nein, mach ich schon selber. Egal. Ja, dann sehen wir noch ein bisschen was zur Rotwildproblematik. Ein bisschen was wohlgemerkt. Wir diskutieren was zur Rehwildproblematik. Und kurz bevor wir dann wirklich endgültig absteigen und auf dem Abstieg sind nur noch zwei kleine Stops eingeplant. Und ansonsten ist da noch jede Menge Platz für Fragen während des Laufens. Also das ist dann relativ einfach. Wer die Schnauze voll hat zu diesem Zeitpunkt und einfach noch ein bisschen für sich selber im Hirn Revue passieren lassen möchte, was bisher so geschehen ist, was man bisher so gelernt hat, dann ein bisschen weiter hinten laufen, ein bisschen weiter abseits von den anderen laufen, dann kehrt Ruhe ein. Grundsätzlich gilt, wenn man mich persönlich leiser schalten möchte, wenn ich zu viel labere, dann man kann mit dem Abstand zu mir meine Lautstärke regeln. Ja? Je weiter man von mir weg ist, desto leiser werde ich und irgendwann braucht ihr mich gar nicht mehr zuzuhören. Es ist auch völlig in Ordnung. Kein Mensch kann 5 Stunden Dauergelaber. Ja doch, es soll es geben, die das doch können. Aber ich denke mal, die allermeisten haben da zwischendrin durchaus mal das Bedürfnis nach einer Ruhepause und das ist vollkommen in Ordnung. Ja, aber bevor wir eben den Abstieg antreten, schauen wir uns noch ein mögliches Beispiel für den Bergwald der Zukunft an. Meiner Meinung nach wirklich ein ideales Beispiel für den Bergwald der Zukunft. Und grundsätzlich auch die Frage, eben wie der Wald der Zukunft aussehen soll, ist so ein bisschen der rote Faden, der uns durch die gesamte Tour führt. Dann machen wir noch ein bisschen Gewässeransprache, sofern da gerade irgendwie Wasser zu finden ist. Ich bin mir momentan gar nicht sicher, in Anbetracht der wenigen Regenfälle der letzten Zeit. Und nochmal weiter absteigen und auf dem Abstieg wieder jede Menge Zeit für Fragen, was da dann noch ansteht. Wir klären auch noch die letzten Baumarten ab, die wir auf dem Abstieg finden werden. Und dann sind wir wieder am Startpunkt, verabschieden uns, freuen uns, dass wir überlebt haben. Und dann sind es halt dann nochmal gemütliche 2 Kilometer über eine recht ausgefahrene Strecke, sage ich jetzt mal. Da kann man sich dann also auch nicht mehr wehtun, wenn man zu diesem Zeitpunkt ja schon sehr müde ist, kriegt man diese 2 Kilometer also schon noch irgendwie dahin gestolpert und dann ist man zurück am Parkplatz und darf wieder nach Hause fahren oder wohin man halt sonst so möchte, da habe ich dann keinen Einfluss mehr drauf. Ja, aber das ist so grob der Ablauf dieser Tour. Vielleicht klingt das für den einen oder anderen ja ganz interessant. Weitere Überraschungen am Wegesrand, die ich jetzt nicht genannt habe, sind auch immer noch da. Hängt davon ab, was der Wald gerade hergibt. Hängt ein bisschen davon ab, was auch noch die Mitlaufenden eben entsprechend unterwegs noch so entdecken. Es kommt immer mal wieder vor, dass jemand was entdeckt, was mir noch gar nicht aufgefallen ist. Weil ihr müsst wissen, wenn ich da rumlatsche, das läuft so ab, dass ich halt eben entsprechend so lange nach Zeug suche, dass ich erklären kann, bis ich was gefunden habe. In dem Moment erkläre ich das und suche nicht weiter nach Zeug. Dann laufe ich ein bisschen weiter und vergesse, wenn direkt neben dem, was ich gerade erklärt habe und dem nächsten, was ich da hinten möglicherweise schon entdeckt habe, wenn dazwischen noch was Interessantes liegt, dann entdecke ich das nicht. Ja, weil ich habe ja schon wieder den Fokus von dem Ding jetzt gerade weg und weiß, da drüben kommt das nächste und denke darüber nach. Und darum ist es wichtig, dass man bei solchen Führungen, also dass ihr bei solchen Führungen dann bitte nicht, oder außer ihr wollt gerade mal zwischendurch, aber im Idealfall döst ihr nicht durch die Gegend, sondern guckt auch selber, ob ihr noch irgendwas Spannendes findet, was wir vielleicht noch möglicherweise unterwegs mit aufnehmen können. Ja, habe ich schon gesagt, was das Ganze kosten soll. Das Ganze soll kosten 25 Euro, maximal 12 Personen. Ich denke, das ist ein ziemlich fairer Preis. Ja. Wer noch mehr von mir haben möchte, hat dann noch die Möglichkeit, theoretisch mal auf meiner Homepage www.anmannimwald.de
vorbeizuschauen. Und da gäbe es dann noch ein paar andere Angebote für individuelle Touren oder auch mal eine Gruppentour zu einem bestimmten Thema, wenn ich irgendwo Bestimmtes hinkommen soll. Irgendwie solche Dinge in die Richtung. Aber zu meiner Homepage per se erzähle ich irgendwann andermal auch nochmal ein bisschen was. Und wie da die verschiedenen Dinge ablaufen, möchte ich dann auch mal gerne irgendwann nochmal noch erklären. Das wäre es jetzt jedenfalls zumindest mal mit den anstehenden regulären Siegentouren gewesen. Vielleicht für euch den einen oder anderen was dabei. Und jetzt ganz zum Schluss noch die wesentliche Information jetzt am Wochenende. Ja, also wenn dieses Video rauskommt, das Wochenende danach, könnt ihr schon auch E-Mail schreiben mit Anmeldungen, da werdet ihr aber keine Antwort bekommen, weil wir sind nicht da. Ja? Und wir sind beschäftigt und das heißt, E-Mail beantworten ist da jetzt gerade mal nicht möglich. Danach geht's wieder, davor geht's auch. Ne? Okay, dann bedanke ich mich, hoffe, es war trotzdem jetzt ein bisschen was Interessantes für euch dabei, wenn euch das Thema natürlich generell interessiert hat. Und nächstes Mal geht's dann wieder mit irgendeinem regulären sonstigen Zeugs, wie halt sonst auch, entsprechend weiter. Dankeschön, macht's gut. Oh, und dann vielleicht möglicherweise bis in, ja, je nachdem wie weit das dann jetzt hin ist, wenn ihr euch das seht. Aber dann sehen wir uns ja möglicherweise demnächst im Wald, genau. Also, macht's gut.